Dankeschön. Vielen Dank. Einen recht schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Eigentlich würde man ja viel lieber sagen, Servus, liebe Freunde. Darf ich das, ja? Das ist nett. Danke. Sechster Straudel, das ist ein Publikum. Schauen Sie, wir haben uns so auf den heutigen Abend gefreut, weil Sie sind unser Publikum. Wissen Sie, wenn ein bisschen ein älteres Publikum da ist, die haben schon einige Nackenschläge miterlebt und die freuen sich einfach und machen besser mit. Das ist doch ganz klar. Und das ist für uns schön, gell? Wir haben uns wirklich gefreut auf diesen Abend. Und wenn Sie dann nach Hause gehen und sagen, es war kein verlorener Abend, dann ist es für uns die größte Bestätigung. Ne? Sie werden sich also wundern, dass wir ein Duo sind, das Kerner Trio. Das hat seinen Grund. Unser Schlagzeuger ist äußerst erkrankt und liegt im Bett. Aber keine Angst, nichts Schlimmes. Nein, nichts Schlimmes. Und wir brauchen ja keinen Rhythmus, schauen Sie, wir haben ja Sie. Sie sagt, ja, Sie sind nicht zum Vergnügen da. Nein. Sie können schunkeln, Sie können mitsingen, Sie müssen mitklatschen, dann haben wir unseren Rhythmus. Und Sie werden sehen, das geht perfekt. Das war doch jetzt schon schön beim Schneewalzer. Jetzt machen wir es gleich noch einmal. Das Lied kennt auch jeder, das Kufsteinlied. Kennst du die Perle, die Perle, die Rose, das Städtchen Kufstein? Wollen Sie denn hinüber? Gefällt Ihnen die Musik nicht? Rentnermusik. Dass Sie mir aber nicht heimlich rauchen nach Ihrem Schlag. Sonst muss ich Ihnen die Zigarren wieder wegnehmen. So friedlich und still. Ist da wer? Kommen Sie raus! Ja, wir machen nur einen drauf, den allerletzten. Muss ich denn zum Städte hinaus, und du, mein Schatz, bleibst hier. Also, ihr wart ein herrliches Publikum, gell? So schnell werden wir diesen Abend nicht vergessen, das meine ich ehrlich so. Ja, und wenn es Ihnen gefallen hat, dann sagen Sie es anderen. Und wenn es Ihnen nicht gefallen hat, dann sagen Sie es mir. Dann machen wir es nächstes Mal anders, ja? Und bleib so fröhlich und vor allem gesund. Das wünschen Ihnen Traudl und Karl Kerner. Vielen Dank. Herr Kerner, es ist leider etwas sehr Unangenehmes passiert. Wollen Sie bitte mit mir hinausgehen? Sie sind doch Herr Kerner, der Besitzer dieses Fahrzeugs? Was? Ja. Was ist denn da passiert? Ihr Wohnmobil wurde aufgebrochen.
Der alte Mann hat anscheinend den Einbrecher ertappt und wurde von ihm niedergeschlagen. Und dabei hatte er erst kürzlich einen Anfall. Wie schrecklich. Darf ich Sie nun bitten, den Inhalt Ihres Fahrzeugs zu überprüfen, ob etwas gestohlen wurde? Mein Kollege nimmt schon die Spuren auf. Na, aber kommst du mal, ich hab da was. Was wollen Sie denn bei uns klauen? Ist da nichts drin? Na, eh nix. Herr Kahner, kommen Sie doch bitte mal rein, ich muss Ihnen was zeigen. Ja, bitte sehr. Das ist Ihr Gitarrenkoffer, Herr Kahner? Natürlich. Warum steht denn die Gitarre da so rum? Das hier habe ich in diesem Koffer gefunden. Das ist Rauschgift, Kokain. Was? Wie kommt denn das da rein? Ja, das möchten wir gerne von Ihnen wissen. Schauen Sie mal hier bitte. Hier haben wir das Rauschgift entdeckt. Haben Sie das dort versteckt? Wie kommen Sie dazu, dass Sie sowas überhaupt vermuten? Ich habe nichts mit diesem Teufelszeug zu tun. Ich bin ein unbescholtener Bürger und verlange jetzt... Herr Kerner, ich muss Sie bitten, mit auf die Wache zu kommen. Was? Das ist ja die Höhe. Karl, was ist denn los? Ihr Mann muss uns auf die Wache begleiten, Frau Kerner. Was wird Ihnen noch leid tun? Nadel, sag mal einen guten Anwalt. Irgendjemand möchte mich fertig machen. Warum denn einen Anwalt? Was ist denn passiert? Wir haben Rauschgift in Ihrem Wagen gefunden. Was? Doch unglaublich, mich die ganze Nacht einzusperren. Ich und Drogen. Das Zeug hat jemand bei mir versteckt. Ist schon gut, Herr Kerner. Nachdem Herr Kerner nicht bereit ist, über seine Lieferanten auszusagen. Lieferanten? Das ist doch lächerlich. Herr Kerner, bitte. Sieht die Staatsanwaltschaft Verdunklungsgefahr als gegeben an und beantragt den Beschuldigten in Haft zu nehmen. Danke, Herr Staatsanwalt. Nun, Herr Verteidiger, und was haben Sie vorzubringen? Mein Mandant hat einen makellosen Leumund. Er hat sich bislang nicht zu Schulden kommen lassen. Bei seiner Persönlichkeit und seiner Lebensführung ist es doch äußerst unwahrscheinlich, dass das gefundene Kokain ihm gehört. Ich bin daher der Meinung, dass dringender Tatverdacht hier nicht vorliegt. Es deutet doch alles vielmehr darauf hin, dass der Täter, der in das Wohnmobil meines Mandanten eingebrochen ist, das Kokain dort verloren hat oder aber sogar absichtlich zurückgelassen hat. Ich bitte daher, den Antrag der Staatsanwaltschaft abzuweisen. Ich folge Ihnen in Ihrer Ansicht, Dr. Frank. Der Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls wird abgelehnt. Kerner! Kerner, Menschenskind, was machen Sie denn für Sachen? Ich habe sofort alles stehen und liegen lassen, als Ihre Frau mich anrief. Es ist doch alles wieder in Ordnung? Ja, wir haben Verbrecher, haben die mich behandelt. Es war schrecklich, aber der Herr Dr. Frank hat einen Kopf schon wieder zurechtgerückt. Übrigens darf ich vorstellen, Herr Dölger ist der Manager unserer Truppe. Herr Dr. Frank. Guten Tag. Tag, Herr Dölger. Hoffentlich bekommt die Presse nicht Wind von dieser Angelegenheit. Die schlachten diese Sachen doch immer gleich hemmungslos aus. Ich möchte nicht, dass auch nur der Schatten eines Verdachts an mir hängen bleibt. Wir müssen das Schwein einfach finden, das mich fertig machen will. Aber wenn der Detektiv was taugt, den Sie mir empfohlen haben, dann haben wir ihn ja gleich, oder? Also ich finde, man sollte in dieser Sache so wenig Staub wie möglich aufwirbeln. Aber das kann ich mir doch nicht gefallen lassen. Bitte keine Skandalgeschichten. Das wäre tödlich für unser Image. Ach, keine Sorge. Herr Matula verfügt schon über das notwendige Fingerspitzengefühl. Helga, Ich habe ein Problem. Sie müssen mir helfen. Ja? Ich bin doch gerade beim Hausputz. Und ist alles prima geworden. Nur meine Badewanne, die kriege ich einfach nicht sauber. Vielleicht versuchen Sie es mal mit einfachem Haushaltsessig. Ich glaube nicht, dass das bei meiner Badewanne was hilft. Das kann ich mir vorstellen, wenn Sie nur einmal im Jahr putzen. Mhm. Wissen Sie, was Ihnen fehlt? Eine Frau im Haus. Das wird nicht so einfach sein, Frau Stein. Also was ist außerhalb des Sperrbezirks nicht verboten? Es sei denn, die Nachbarn werden konkret belästigt. Dann kann man schon was machen. Also halten Sie die Augen auf. Ach, da können Sie Gift draufnehmen, Herr Dr. Frank. Ich werde diese Person schon aus unserem Haus rauskriegen. Ja. Viel Glück dabei. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Schön, dass du so schnell gekommen bist. Also, das müssen Sie sich mal vorstellen. In unserem Wohnhaus geht diese Person dem horizontale Gewerbe nach. Ja. Was Sie nicht sagen. Volksmusik, prima. Umba, umba, tätere. Sorry, Umba. Soll ich ihn rausschmeißen? Also, Josef, du sollst hier nicht meinen Hund beleidigen, du sollst rauskriegen, wer Kerner das Kokain untergejubelt hat. Schön, und wo soll ich da anfangen? Kerner meint, dass das nur dieser Winfried Winter gewesen sein kann. Das ist der Schlagzeuger des Trios. Er hat ihn nach dem letzten Auftritt rausgeschmissen. Die beiden hatten einen Riesenkrach und Winter hat wohl gedroht, er würde sich rächen. Der da links.
Der? Hm. So wie der aussieht? Nee. Nee, nee. Der ist einer von den üblichen Krächen unter Musikern. Meiner Meinung nach ist irgendein Junkie in den Bus eingebrochen, ist erwischt worden, hat sich erschreckt und hat ein bisschen von dem Stoff liegen lassen. So ist das. Ja, irgendwie sowas, aber keiner will nun mal, dass du dir den Winter vorknöpfst. Immer noch besser, als wenn du dich mit irgendeiner Drogenmafia anlegen würdest, oder? Oh, Rauschgiftmafia, das wäre teuer, das kostet extra. Sie haben um 4 Uhr einen Termin bei Kerners. Ach ja. Bringen Sie mir ein Autogramm mit? Oh, finden Sie so toll? Ja, ich finde die ganz gut. Sind freundlich, nett. Schade nur, dass Sie sind. Winter? Ja, ist er nicht da? Nein. Der ist bestimmt unten im Johannes, da ist er ja immer. Mittags schon in der Kneipe. Ist die das hier unten im Haus? Ja. Mahlzeit. Ein Bierchen. Kommt. Wohl. Na, schon was gewonnen? Was geht dich denn das an? Hör mal, dich kenne ich doch, dich habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Ja, kann schon sein. Im Fernsehen vielleicht? Genau! Fröhliche Musikanten, Hitparade der Volksmusik. Ja, da sind wir öfter aufgetreten. Jetzt brat mir doch einer einen Storch, einer aus dem Fernsehen. Komm, da gebe ich einen aus. Komm! Na, ich muss ein bisschen mit meinem Blutdruck aufpassen, aber... Vielleicht ein Cognac? Johannes, ein Cognac. Der ist aus dem Fernsehen. Ich bin Fan von Volksmusik. Volksmusik läuft doch prima, was? Wo man hinhört, Volksmusik. Na ja, prima. Was hab ich denn noch davon? Wieso, das verstehe ich nicht. Ja, ich auch nicht. Da muss ich mal den Kerner fragen, die miese Ratte. Kerner? Das ist doch der Chef von eurem Trio. Ein linker Hund ist er. Jahrelang habe ich ihm die Treue gehalten. Da hat er mich rausgeworfen. Einfach so. Das war eine Enttäuschung. Menschlich gesehen, meine ich. Naja, alles Gift für mein schwaches Herz. Aber ich bin nicht das einzige Opfer. Was der Kerner mit dem Rot gemacht hat? Rot? War früher unser Manager. Und unser Freund. Aber wie dann dieser windige Dörger kam und dem Kerner versprochen hat, dass er ihn zum Topstar macht, da hieß es dann plötzlich, Roth, du hast deine Schuldigkeit getan. Also tschüss. Und jetzt, wo die Mark rollt, da guckt Roth in die Röhre. Ja, und was macht Roth jetzt? Kreppelt so rum. Naja, da war noch dieser Riesenprozess mit Dörger wegen der Rechte für unsere Platten. Das hat ihn fertig gemacht. So ein armes Schwein, der Roth. Aber gegen diese cleveren Rechtsverdreher hat er keine Chance. Aber warum erzähle ich denn dir das alles? Wollen wir noch einen Cognac? Nee. Ich kann meine Schnäpse immer noch selber zahlen. Was bist du denn eigentlich für einer? Und fragst du mich aus? Sag mal, will er dich hier dumm anmachen oder was? Ranschlagen will er sich! Hör mal, ich trinke mein Bier hier. Ich bin Fan von Ihnen. Trink dein Bier woanders! Moment! Ich muss mich für meine Gäste entschuldigen.
Sie sind ja völlig im Recht. Du bist jetzt ruhig. Oh ja. Wiedersehen. Ich bloß ausfragen. Nur weil er mal im Fernsehen ist. Nur noch einen Moment, Herr Dr. Frank. Wir sind gleich fertig mit den Bildern. Ja, das ist ganz gut. Wunderbar. So. Ja, sehr gut. Schön. Und wenn jetzt das Fräulein Tochter bitte noch ein freundlicheres Gesicht machen könnte? Das Fräulein Tochter macht das Gesicht, das sie will. Monika, reiß dich zusammen. Spielt ja doch alleine glückliche Familie. Mir ist das so blöd. Du bleibst jetzt da. Ist doch gleich vorbei, Monika. Denk nicht dran, ich bin ein freier Mensch. Ja, denkst du. Es ist wichtig für unseren Beruf. Und davon lebst du auch. Und wenn du dein Taschengeld nächste Woche haben willst, dann bleibst du jetzt da stehen gefälligst und lächelst. Verstanden? Also, hä? Du hast ja eine Laune. Bist wohl auf Entzug von deinem Koks, wie? Jetzt fangst du nicht, gell? Sagen Sie mal, was meint Ihre Tochter da mit Koks? Was ist? Machen wir jetzt weiter? Wir wollten doch Bilder von der ganzen Familie machen. Sie haben doch auch noch einen Sohn, Herr Kerner. Axel macht Urlaub in Asien. Ja, ich glaube, wir machen jetzt am besten Schluss. Ich habe nämlich noch einen anderen Besuch da. Komm dran. Darf ich vorstellen, Herr Banaski vom Bunten Blatt, und das ist Herr Dr. Frank, ein Freund der Familie. Sehr angenehm. Sagen Sie, Dr. Frank, sind Sie Anwalt oder sowas? Wie kommen Sie denn darauf? Also, das ist doch der... Kommen Sie, ich schau mal nach, ja? Hey, Finger weg von der Anlage, was soll denn das? Sie haben mein Klopfen wahrscheinlich nicht gehört, ist ja auch kein Wunder bei dem Lärm hier. Wir haben uns noch nicht bekannt gemacht, mein Name ist Frank, ich bin der Anwalt Ihres Vaters. Tag. Ach nee, und Sie vertreten ihn jetzt auch schon seiner Tochter gegenüber? Ach, natürlich nicht. Wird ja mal schöner. Haben Sie Feuer? Nee, ich rauche nicht. Nicht rauche, hätte ich mir denken können. Aber hier ist ein Feuerzeug. Oh, danke. Okay. Sie haben Herrn Saubermann also wieder rausgepaukt. Ja. Was dagegen? Nö. Ich dachte, er wird nur langsam vernünftig und bläst seinen Spießerhorn mal ein bisschen durch. Bisschen Speed kann ja seiner Musik nicht gerade schaden. Sie finden die ganze Geschichte nur amüsant, oder? Ich könnte mich totlachen. Von mir aus hätte er ein paar Tage länger sitzen können. Da hätte er endlich Zeit gehabt, mal nachzudenken, was er in seiner Familie so alles verbockt hat. Dieser karrieregeile Typ. Was hat er denn so verbockt? Themawechsel. Sind die gut? Interessiert Sie das wirklich? Ja. Spielen am 7. im Loft. Viel Spaß. Oh, danke. Ja, ja. Ja, Gerd, wirklich, die haben den Hops genommen. Das ist eine Schlagzeile, oder? Genauso habe ich es mir auch gedacht. Koks bei Kerner. Das ist gut, das ist gut. Wenn ihr was Größeres machen wollt, kann euch der Winter auch noch ein paar interessante Details erzählen, okay? Schon in Ordnung. Ich denke doch immer an euch, rasende Reporter. Ja. Tschüss, tschüss. Und womit kann ich Ihnen dienen? Setzen Sie sich doch. Danke. Also, die Sache ist die, wir wollen eine Betriebsfeier machen und da dachte ich... Da sind Sie genau richtig bei mir. Ich habe Sänger, Jongleure, Entertainer, Zauberer und Bauchtänzerinnen. Die bringen jeden Saal zum Kochen. Da tobt die Belegschaft. Was für eine Firma ist das denn? Gebäudereinigung. Meine Kollegen hätten gern das Kerner-Trio. Na, ich glaube nicht, dass die das Richtige für Sie sind, wenn Sie nicht gerade einen Schneewalzer tanzen wollen. Naja, entschuldigen Sie, das können Sie ja noch nicht wissen. Den Kerner hat die Polizei mit Kokain hochgenommen. Kokain? Das gibt's doch nicht. Doch, doch. Können Sie morgen groß in der Zeitung lesen. Außerdem habe ich die nicht mehr unter Vertrag. Glücklicherweise.
Aber wie wär's mit den Bembelbuchschen? Die tränken höchstens einen über den Horst. Danke. Ja. Nein, wirklich, die neue Single, die muss einfach ein Hit werden. Wie? Klar, soll ein Schade nicht sein, versteht sich doch. Okay, ja, bye. Herr Dr. Frank. Oh, hallo. Es wäre doch nicht nötig gewesen, dass Sie persönlich kommen. Ich war sowieso in der Gegend. Tag, Herr Dörger. Tag. Ich kann Ihnen sagen, ich habe einen Mordsärger wegen dieser Drogengeschichte. Ach, warum denn? Ich habe schon 3 Anrufe von Journalisten bekommen, die mich deswegen ausquetschen wollten. Irgendwoher müssen die Wind von der Sache bekommen haben. Und jetzt wollen sie das an die große Glocke hängen. Das ist natürlich ein gefundenes Fressen für diese Revolverblätter. Da muss man doch was tun können. Aber das wird schwierig, Herr Dörger. Verhindern kann man da gar nichts. Man kann höchstens eine Gegendarstellung verlangen, wenn Tatsachen falsch verbreitet werden. Gegendarstellung, das macht alles nur noch schlimmer. Kommen Sie, wir setzen uns nach oben. Die Jugendpresse, die habe ich absolut im Griff, aber diese Boulevard- und Regenbogenblätter, bitteschön. Entschuldigung. Ja, was gibt's denn? Ich wollte dir nur den T-Shirt-Entwurf fürs Kerner-Trio zeigen, Jochen. Menschenskind, habe ich's denn nur mit Idioten zu tun? Man kann bei einer Volksmusikgruppe doch kein T-Shirt machen. Glaubst du, die Rentner tragen sowas? Lass dir gefälligst was anderes einfallen fürs Merchandising. Meinetwegen hier, Seppelhut oder Hosenträger. Das war eben ein typisches Beispiel. Jeder Act verlangt ein anderes Handling. Was für eine Popgruppe richtig ist, das muss noch lange nicht richtig sein für einen Schlagersänger. Ne? Das ist alles eine Frage des jeweiligen Image. Und deswegen bin ich auch so besorgt wegen Kerne. Sehen Sie, wenn diese Burschen hier in einen Drogenskandal geraten, dann kann uns das eigentlich nur recht sein. Das sind die bösen Buben, da freuen sich die Fans. Wie immer. Aber beim Kerner-Trio, da brechen wir auf dem Markt völlig ein, wenn die auch nur ein bisschen mit so einem Thema wie Drogen in Verbindung gebracht werden. Haben Sie die hier auch unter Vertrag? Ich habe die Platte schon mal gesehen bei der Tochter von Kerner. Das ist kein Wunder. Monika ist mit dem Sänger befreundet. Die haben sich mal kennengelernt bei einer Party bei mir. Der Alte ist natürlich entsetzt darüber. Das Spektrum ihrer Künstler ist ja ziemlich groß. Ich meine, Hardrock und Volksmusik, lässt sich sowas denn vereinbaren? Ach, wissen Sie, Dr. Frank, im Musikgeschäft ist es wie mit der Mode. Was heute in ist, ist morgen out und umgekehrt. Da muss man eben auf mehrere Sparten setzen. Und Volksmusik ist ja immer noch der beständigste Trend. Eine Platte vom Kerner-Trio, die kann ich auch in 10 Jahren noch verkaufen. Vorausgesetzt natürlich, der gute Ruf bleibt gewahrt. Zwei. Hallo. Habt ihr was mitgebracht? Oh, schön. Leg mal auf. Ich bin gerade beim Hausputz. Was ist? Brauchst du eine extra Einladung? Die spielen am 7. im Loft. Umba, den Boden habe ich gerade gewischt. Rainer, nimm dir den Lappen. Mach das weg. Das ist dein Hund. Wieder saure Füße. Das ist doch was Leckeres, Meier. Mmh. Hör mal, das esse ich ja sogar. Rainer, du hast wieder einen verwöhnten Hund. Rainer, muss das denn so laut sein? Also mir hat man gesagt, dass man sowas sehr laut hören muss. Was machst du denn da eigentlich? Kommt deine Mutter zu Besuch, oder was? Ein Kühlschrank ist das Wichtigste in einer Wohnung. Und da muss peinliche Sauberkeit herrschen. Ah ja. Gibt's unter diesen Umständen Kaffee für mich, oder mache ich damit zu viel Dreck? Rainer, du kannst sagen, was du willst. Ich glaube, dass sie dem Kerner den Stoff untergeschoben haben. Wirklich? Aber wer? Ich meine, Rot und Winter, die hätten natürlich schon jeder für sich ein gutes Motiv, sich an Kerner zu rächen. Die beiden wissen doch nicht mal, wie sie an das Zeug rankommen sollen. Das kannst du nicht an jeder Ecke kaufen wie Schnaps. Nein, natürlich nicht. Aber so schwierig, wie du jetzt tust, ist das auch nicht. Egal. Aber nehmen wir doch mal an, dass dieser unbekannte Einbrecher nichts in den Gitarrenkoffer hineingeschmuggelt hat, sondern irgendwas rausgenommen hat. Wie findest du denn das? Ach so, du meinst, dass da vielleicht viel mehr drin war und dass er was davon verloren hat, als er von dem alten Mann überrascht wurde?
Das Trio hat doch am Abend vorher in Amsterdam gespielt. In Amsterdam, verstehst du? Wo man bekanntlich leicht an das Zeug rankommen kann. Und es kommt doch kein Zöllner auf die Idee, bei einem Volksmusiktrio nach Kokain zu suchen. Höchstens nach einer Flasche Enzian. Nee, aber im Ernst, es ist doch möglich, dass irgendjemand unsere lustigen Musikanten als ahnungslose Kuriere benutzt hat. Möglich. Aber bei Rot und Winter kann ich mir das einfach nicht vorstellen. Ich eigentlich auch nicht. Aber die Tochter von Kerner, die könnte schon mit dieser Szene zu tun haben. Dieser Typ, der sie da neulich abgeholt hat, der sah nicht gerade so aus, als würde er von morgens bis abends Blasmusik hören. Vielleicht solltest du dir die junge Dame mal vorknüpfen. Bisschen Stoff, das ist alles. Ich habe schon viele dumme Bullen erlebt, aber so blöd hat noch nie einer versucht, mich reinzulegen. Hab dich nicht so. Hier sind 300 Eier. Warum nicht gleich so? Herr Frank, ich kann mir das einfach nicht vorstellen bei der Monika. Zugegeben, sie ist ein schwieriges, junges Mädchen und wir wissen oft selber nicht, was wir noch tun sollen. Aber Rauschgift? Nein und nochmals nein. Bestimmt nicht. So gut kenne ich meine Monika. Das glaube ich Ihnen gern, aber zumindest der Freund Ihrer Tochter steckt in der Szene drin. Herr Dr. Frank, Sie können sicher sein, dass mir Monikas Umgang schwere Sorgen macht. Aber das Mädel weiß zu genau, was Drogen anstellen können. Ach ja, woher denn? Von ihrem Bruder, also unserem Sohn. Der ist nämlich durch dieses schreckliche Zeug auf die schiefe Bahn geraten.
Und was macht Ihr Sohn jetzt? Wir haben seit 2 Jahren nichts mehr von ihm gehört. Irgendwo in Asien ist er. Vielleicht ist er auch tot. Und das hier? Ist das nicht eine Riesensauerei? Sagen Sie mal, haben Sie keine Ahnung, wie diese Schmierfinken an die Geschichte gekommen sind? Ich meine, die Polizei hat uns doch ausdrücklich versichert, dass nichts davon an die Öffentlichkeit kommt. Nun, was ich von Herrn Mattola gehört habe, lässt vermuten, dass Herr Roth, Ihr ehemaliger Agent, die Presse informiert hat. Genau. Jetzt haben wir den Beweis. Natürlich weiß er es. Wo es doch selber war, der mir das Zeug untergejubelt hat. Er oder sein sauberer Kumpan Winter, die steckten doch unter einer Decke. Also habe ich von vornherein recht gehabt mit meinem Verdacht. Diese 2 Kriminellen wollen sich an mir rächen. An mir, dem sie alles verdanken. Karl, bitte schön, reg dich nicht so auf. Stopp! Herr Kerner, das sind alles nur Vermutungen. Lassen Sie doch Herrn Mattola erst mal zu Ende ermitteln. Den brauche ich jetzt nicht mehr. Für mich ist jetzt alles klar. Schauen Sie, ich bin Bayer. Und sehr gutmütig. Aber das ist jetzt aus. Die 2 Freundel, die kaufe ich mir jetzt. Da, pass auf! Aber wir müssen doch gleich ins Krankenhaus. Der arme Rentner ist aus dem Koma erwacht. Und der Herr Dölger hat meint, es wird sich gut in der Presse machen, wenn wir ihn besuchen. Er hat sogar einen Fotografen bestellt. Da fährst du allein hin. Ich habe jetzt was Wichtigeres vor. Machen Sie keinen Unsinn, Herr Kerner. Herr Kerner! Karl! Guten Tag. Wo finde ich den Herrn Dölger? Er ist in seinem Büro. Aber er ist jetzt gerade nicht da. Das macht nichts. Ich warte dann auf ihn. Das geht aber nicht. Wer sind Sie denn überhaupt? Haben Sie einen Termin? Das geht schon in Ordnung. Mein Name ist Mattola. Josef Mattola. Sie werden doch schon von mir gehört haben, oder? Mattola? Guten Tag, Herr Dölger. Wer sind Sie denn? Was haben Sie hier zu suchen? Oh, Entschuldigung. Ich bin der Privatdetektiv, den Herr Kerner engagiert hat. Ach so, ja, richtig. Wie kann ich Ihnen helfen? Sie spielen auch Gitarre? Ja, ja, ein bisschen, aber ich komme eigentlich kaum mehr dazu. Was gibt's denn? Ich habe leider nur sehr wenig Zeit. Kommen Sie, wir gehen in mein Büro, ja? Ja, bitteschön. Sagen Sie, ist Herr Kerner auch hier? Ich habe sein Wohnmobil im Hof stehen sehen. Das gehört der Firma. Nach einer Tournee wird der Wagen immer hier eingestellt. Eigentlich wollte ich nur fragen, wo ich den Freund von Monika Kerner, diesen Rockmusiker, finden kann. Was wollen Sie denn von dem? Nichts Besonderes. Ich möchte ihm nur ein paar Fragen stellen. Ach, Sie meinen, Richie könnte mit dieser Geschichte zu tun haben? Mhm. Natürlich, warum eigentlich nicht? Er hat schon mal wegen Drogenbesitz gesessen. Guten Tag. Ich habe mal ein paar Fragen. Fräulein Kerner. Sie gestatten? Ich möchte nur kurz Ihren Freund sprechen. Wieso? Was wollen Sie denn von dem? Wo ist denn Ihr netter Freund? Richie, kommst du mal bitte? Kennst du den Typen? Wer da? Ey, was ist denn los, Mann? Das ist doch nicht Ihr Freund. Nee, meine Oma. Natürlich ist es mein Freund. Und was ist da mit dem Typen, mit dem Sie im Café so wichtig getan haben? Geht's überhaupt nichts an. Wer sind Sie überhaupt? Das würde mich aber auch mal interessieren. Und mit wem triffst du dich im Café? Mit niemand, der spinnt doch. Und Roth, was haben Sie mit dem zu tun? Beschatten Sie mich etwa? Sind Sie von der Polizei? Davor haben Sie wohl Schiss, was? Keine Sorge. Was war in dem Umschlag, den Roth Ihnen übergeben hat?
Darf ich jetzt endlich mal wissen, worum es hier eigentlich geht? Sie sind der Schnüffler, den mein Alter engagiert hat, stimmt's? Dann können Sie mal bestellen, dass 500 Mark in dem Umschlag drin waren. Die habe ich gekriegt, weil ich Rot alles von der Koks-Geschichte erzählt habe. Was? Auf! Du brauchst dich gar nicht verstecken. Du Schweinehund, du, ich weiß genau, dass du da bist. Winfried! Winfried, wo bist denn? Winfried, sag mal, spinnst du? Also jetzt war mir der Krach zu viel. Schön, dass Sie gleich gekommen sind. Der hat ihn umgebracht. Der hat ihn umgebracht. Herr Kerner. Grüß Gott, Herr Doktor. Na, Herr Dr. Frank, fühlen Sie sich wohl in Ihrer Haut? Der Tod dieses Mannes hätte verhindert werden können, wenn man meinem Antrag auf Haftbefehl entsprochen hätte. Sind Sie auch nicht ein bisschen voreilig, Herr Staatsanwalt? Also, soviel ich weiß, gibt es bislang keinerlei Beweise für eine Schuld meines Mandanten. Oder? Aber Winter war doch schon tot, wie ich zu ihm gekommen bin. Glauben Sie mir's doch bitte, Herr Frank. Herr Kerner, wir sind hier nicht im Wilden Westen. Zuerst beschuldigen Sie Roth, dass er zusammen mit Winter das Kokain bei Ihnen versteckt hat, dann verprügeln Sie ihn und dann drohen Sie noch, dass Sie Winter... Verprügeln? Ein bisschen gestritten habe ich mit ihm. Das war alles. Und drohen? Lachhaft. Ich habe nur... Das sieht der Roth aber schon ein bisschen anders, ja? Ist ja auch egal. Entscheidend ist, dass Roth aussagt, dass Sie ihm gesagt haben, Winter, dieses miese Schwein, der kriegt auch noch sein Fett ab, das wird ihm noch leid tun. Oder stimmt das auch nicht? Er wird doch nie jemand umbringen. Herr Kerner, der Staatsanwalt nimmt an, dass Sie bei Winter eingedrungen sind und seine Wohnung verwüstet haben, weil Sie Beweise gesucht haben dafür, dass er Ihnen das Kokain untergejubelt hat. Und der Staatsanwalt nimmt weiter an, dass Sie ihn dabei so schwer verprügelt haben, dass er an den Folgen dieser Schläge gestorben ist. Das ist die Situation! Ich habe ihn doch nicht angerührt. Lieber Gott, Moment, habe ich das verdient? Na, kommen Sie auch her. Das werden wir schon klären, ja? Es gibt da leider noch was. Ihre Tochter Monika scheint nicht unerheblich in die Sache verwickelt zu sein. Sie müssen sich irren, nicht Monika. Doch, Monika. Sie hat gestanden, die Informationen über den Drogenfund bei Ihnen für 500 Mark an Roth verkauft zu haben. Was ist das für eine Welt? Meine Tochter verrät mich für den Judaslohn von 500 Mark. Das waren noch glückliche Zeiten damals. Axel war so ein guter Junge, bevor er mit dem Zeug angefangen hatte. Schauen Sie mal, wie lieb er den Arm um meine Schulter legt. Aber warum zeigen Sie mir dieses Foto, Herr Matula? Weil es eindeutig Ihr Sohn gewesen ist, den ich mit Ihrer Tochter zusammen gesehen habe. Das kann gar nicht sein. Axel ist in Asien verschollen.
Wahrscheinlich lebt er gar nicht mehr. Jedenfalls war er lebendig genug, um mir seinen Ellenbogen in den Magen zu stoßen. Ihr reizender Axel. Frau Kerner, Sie wissen doch ganz genau, dass Ihr Sohn wieder in Frankfurt ist. Warum wollen Sie denn das von mir verheimlichen? Dann müssen Sie sich täuschen. Ganz sicher. Machen Sie mir doch nichts vor, Frau Kerner. Sie wollen doch auch, dass Ihr Mann wieder aus dem Gefängnis kommt. Ich muss mit Ihrem Sohn sprechen. Nur weil er eine Zeit lang Probleme hatte, hält ihn jeder für einen Kriminellen. Wie soll der Junge da jemals wieder auf die Beine kommen? Es ist doch besser, wenn ich ihn finde und nicht die Polizei. Bitte, Herr Matula, sein Vater darf nicht erfahren, dass der Junge hier ist. Axel hat es bald geschafft, er ist weg von dem Zeug. Was er jetzt braucht, ist Vertrauen und Verständnis. Karl wäre es doch lieber, er hätte einen toten Sohn als einen Süchtigen in der Familie. Also gut. Kommen Sie. Ich gebe Ihnen die Adresse von dem Laden, in dem er arbeitet. Ist das der Koffer, in dem die Polizei das Kokain gefunden hat? Nein, der ist bei der Polizei. Das ist ein ganz neumodischer, den Karl von Herrn Dölger irgendwann zum Geburtstag geschenkt bekommen hatte. Hier finden Sie Axel. Danke. Sag mal, wollt ihr jetzt Axel die Sache in die Schuhe schieben? Du kannst doch nicht deinen eigenen Sohn verpfeifen, Mama. Sie hat jedenfalls keine 500 Mark dafür genommen. Auf Wiedersehen, Frau Kerner. Schönen Dank. Wiedersehen, Herr Matula. Vielen Dank. Ich weiß einfach nicht mehr, ob ich dem Jungen noch glauben kann. Und ich dachte, das wäre nun endlich einmal vorbei mit diesen Drogengeschichten. Na, ist es ja auch. Aber der wird ihm schon irgendwas anhängen. Und Axel muss mal wieder als Sündenbock herhalten. Typisch. Monika, stimmt es, dass du Geld von Roth genommen hast? Na und? Du hast deinen Vater verraten. Für 500 Mark. Verraten? Ich habe dafür gesorgt, dass die Wahrheit in die Presse kommt. Sonst nichts. Ja, ich bin dagegen, dass immer alles unter den Teppich gekehrt wird. Eure heile Volksmusikwelt ist doch alles verlogen, Mama. Mein Kind, dein Vater ist kein Rauschgifthändler. Das musst du doch wissen. Was weiß ich. Jedenfalls habe ich die 500 Mark gut gebrauchen können. Wofür? Für Axel. Von euch sieht er ja nichts. Guten Tag. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Suchen Sie was Besonderes? Ich wollte mich nur ein bisschen umsehen. Wir haben ein paar geile Lederjacken reingekriegt. Das wäre doch was für Sie. Wollen Sie die mal probieren? So eine habe ich gerade zur Altkleidersammlung gegeben. 400 Mark? Hätte ich sie wohl besser behalten sollen. Na, das ist ja ein scharfes Stück. Tja. Sehr geschmackvoll. Was wollen Sie denn da? Sie irgendwo einen Spiegel? Ja, hier vorne. Ah ja. Bleib doch noch ein bisschen. Ich würde mich gern mit dir unterhalten. Du Scheißbulle, was willst du eigentlich von mir? Was hast du eigentlich immer mit der Polizei? Ich bin Privatdetektiv. Ich will dir nur ein paar Fragen stellen. Ja und, für wen arbeiten Sie? Dein Vater steckt in echten Schwierigkeiten, aber vielleicht weißt du das auch schon. Ach so, der hat Sie wegen der Koks-Geschichte engagiert. Na, dann ist da alles klar. Der böse Sohn ist schuld. Woher weiß er eigentlich, dass ich hier bin? Dein Vater weiß nichts von dir. Es geht auch nicht mehr um die paar Gramm Koks. Dein Vater sitzt jetzt im Gefängnis, weil er den Winter umgebracht haben soll. Ja, Winfried ist tot? Und mein Vater soll es gewesen sein? Du steckst doch ganz tief drin. Sonst hättest du nicht so Angst vor der Polizei. Wo warst du gestern zwischen 4 und halb 5? Wollen Sie etwa mich dafür verantwortlich machen? Wenn du es mir nicht sagen willst, die Polizei wird es schon aus dir rauskriegen. Vor 2 Tagen, da habe ich zufällig den Winter getroffen. Der kannte mich noch von früher. Na und? Er tat unheimlich geheimnisvoll. Er sagte, er hätte was für mich. Da wären ein paar Tausender drin. Was hätte er denn? Der Koks. Ich dachte mich, Laus der Affe, der alte Knacker. Er sagte, er hätte eine ganze Menge von dem Zeug und ich sollte es für ihn verscheuern. Der war total irre.
Hat er dir auch gesagt, wo er das Zeug her hatte? Nee. Nee, er sagte nur, er würde in 2 Tagen wieder vorbeikommen. Bis dahin sollte ich den Deal klargemacht haben. Und ist er wiedergekommen? Natürlich nicht. Das habe ich auch gar nicht ernst genommen. Der war doch vom Saufen schon vollkommen verblödet. Da konnte einem echt leid tun. Ach, der Josef. Ja. Lässt dich auch wieder mal liegen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Schön, dass du daran gedacht hast. Ist zwar schon 3 Monate her, aber lieber spät als nie. Sag mal, in deiner Asservatenkammer, ist da eigentlich noch Platz für größere Sachen? Da brauchst du keine Angst zu haben, da geht noch eine Menge rein. Auch ein Gitarrenkoffer? Zum Beispiel der vom Kerner. Zum Beispiel. Kann ich den mal sehen? Schönes Stück. Meine Frau schwärmt richtig für den Kerner. Ich möchte bloß wissen, was die an dem findet. Hier ist er. Habe ich's mir doch gedacht. Ich danke dir, Karl-Heinz. Bis zum nächsten Geburtstag. Ciao. Dröger? Das glaube ich nicht. Der verdient doch auch so genug. Da wird er doch nicht so ein Risiko eingehen. Manche können eben nie genug kriegen. Überleg doch mal. Dürger hat den gleichen Gitarrenkoffer wie Kerner. Es wäre doch für ihn ein Kinderspiel, in Holland den Koffer zu vertauschen gegen einen vollgepackt mit Stoff. Und den könnte er dann hier völlig ungestört auf seinem eigenen Hof aus dem Bus herausnehmen und durch das harmlose Gegenstück ersetzen. Klingt plausibel. Kannst du mal rücken? Aber wie willst du das beweisen? Du wirst fürs Denken bezahlt. Ich bin für die Beinarbeit zuständig. Hallo, ich bin mit Herrn Dölger verabredet. Ich weiß, er ist im Probenraum. Wollen Sie so lange warten? Ach, ich hab's ein bisschen eilig. Sie können gleich die Treppe da hinten runtergehen. Da kommen Sie gleich zum Studio. Vielen Dank. Business. Was verschafft mir die Ehre, Herr Dr. Frank, hoffentlich gute Nachrichten? Ja, ja, durchaus gute Nachrichten. Es sieht ganz so aus, als könnte Kerner voll entlastet werden, und zwar heute noch. Das ist doch fabelhaft. Und ich hatte schon gedacht, ich müsse das Kerner-Trio endgültig abschreiben. Was hat sich denn Neues ergeben? Naja, also 100%ig glücklich bin ich nicht damit, wie sich die Sache so entwickelt hat. Es sieht nämlich ganz so aus, als wäre der Sohn von Kerner darin verwickelt. Was denn, er hat einen Sohn? Ja, ja, Axel Kerner. Das hat er mir nie erzählt. Ja, das hat er wohl geheim gehalten, weil Axel schwer drogenabhängig war. Na, wie auch immer. Axel ist nach längerer Zeit wieder nach Frankfurt zurückgekehrt und wie es aussieht, hat er mit Winter zusammen eine größere Menge Kokain geschmuggelt. Und dann haben die beiden offensichtlich einen Krach gekriegt, den Winter nicht überlebt hat. Im Hinblick auf die Verhandlung wäre es natürlich nur positiv, wenn sich Axel freiwillig stellen würde. Wir haben ihm auch bis heute Abend diesbezüglich ein Ultimatum gestellt. Wenn er es nicht tut, müssen wir natürlich die Polizei einschalten. Das haben Sie sicher richtig gemacht, Herr Dr. Frank. Ich hoffe nur, der junge Kerner spielt auch mit. So hätten wir wenigstens eine gute Chance, die Sache so weit wie möglich vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Wo steckt denn dieser Axel überhaupt? Herr Matula hat ihn ausfindig gemacht in einem Second-Hand-Laden in der Adelheidstraße. Er scheint dort einen schmunkhaften Handel mit Kokain zu betreiben. Thank you.
wollen Sie denn eigentlich machen? Du sagst mir jetzt sofort, wo der Stoff ist. Sonst geht's dir so wie Winter. Mich verarscht man nicht, ist das klar? Welcher Stoff denn? Ich weiß überhaupt nicht, was Sie meinen. Du weißt ganz genau, was ich meine. Du sagst mir, wo das Koks versteckt ist. Und du bekommst von mir genug Kohle für einen schönen, langen Urlaub. Ist doch ein weitaus besserer Vorschlag als das Ultimatum von diesem Frank, ne? Welcher Frank denn? Was für ein Ultimatum? Also, wo ist das Zeug? Na los, raus mit der Sprache! Störe ich? Oh, Herr Matula. Gut, dass Sie kommen. Ich habe gedacht, der Junge würde vielleicht eher mitspielen, wenn man ihn ein bisschen blöfft. Auf den Kopf gefallen sind Sie wirklich nicht. Es war schon eine geniale Idee, diese harmlose Jodeltruppe als ihre Rauschgiftkuriere zu benutzen. Sie hätten nur den Koffer besser verstecken sollen, dann wären wir Ihnen nie drauf gekommen. Das ist doch kein Verbrechen, denselben Gitarrenkoffer zu haben wie Herr Kerner, oder? Es kommt darauf an, was man damit macht, Herr Dölger. Was? Das ist der Dölger, der Manager? Jetzt kapiere ich. Was kapierst du? Der Winter hat ihn dabei erwischt, wie er in Holland an dem Gitarrenkoffer von meinem Vater umgemacht hat. Das kam dem Winfried merkwürdig vor, hat er nachgeschaut und hat den Stoff entdeckt. Und in Frankfurt hat er dann den Bus geknackt und hat sich das Zeug selber unter den Nagel gerissen. Warum hast du mir nicht schon Wissen davon? So schnell sieht man sich wieder. Ist ja ein nettes Nebengeschäft, das Sie da betrieben haben. Nebengeschäft? Das ist Teil des Business. Ich habe an dem Koks keinen Pfennig verdient. Wirklich? Ich habe Sie für einen richtig gerissenen Geschäftsmann gehalten, ehrlich. Was meinen Sie denn, wie eine Platte in die Charts kommt? Denken Sie, es reicht, den Disc-Jockeys zu Weihnachten einen bunten Kalender zu schicken? Die haben da ganz andere Wünsche. Und die Tourneen. Keine Band hält 200 Auftritte im Jahr nur mit Hilfe von starkem Kaffee durch. Komm, ess mal gut jetzt. Komm. Herr Dr. Frank, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie dankbar ich Ihnen und Herrn Matula bin. Ohne Sie ist nicht auszudenken. Aber sagen Sie mal, wie kann man sich so in einem Menschen täuschen? Machen Sie es gut, Herr Kerner. Danke. Kannst du mir noch mal bitte? Ein Foto bitte noch. Und noch einmal bitte. Lächeln bitte. Noch einmal lächeln bitte. Ja, wirklich. Moment, bitte bleiben Sie dann noch mal kurz. Axel. Ja, Axel. Axel. Mensch, bin ich froh, dass du noch bist. Ja, wirklich? Ja. Verlorene Sohn ist wieder heimgekehrt. Ich verzeih dir. Was hast du mir zu verzeihen? Ja, entschuldige bitte, wie ein Verbrecher haben mich die eingesperrt. Und du hast nichts getan, um meine Unschuld zu beweisen, obwohl du es gekonnt hättest. Du hast mir da auch nicht geholfen, als ich im Gefängnis war. Ja, typisch. Rauschgift. Rauschgift, das ist alles, an was du denken kannst. Wahrscheinlich hast du von dem Zeug vom Winter noch irgendwo was. Das bin ich mir sicher. Du wirst dich nie ändern. Gestanden? Ja. Und von dem Kokain fehlt jede Spur. Ich glaube ja, der junge Kerner hat das längst beiseite geschafft. Wer sonst? Na, Josef, bist du soweit? Ja. Tag. Noch? Sind Sie auch eingesperrt? Nein, warum?
Was wollen Sie denn, gute Frau? Ja, Sie haben doch gesagt, ich soll wiederkommen, wenn es was Neues gibt. Und was gibt's? Hier, das Paket. Das habe ich für den Herrn Winter angenommen und hat ja ganz vergessen, dass der nicht mehr lebt. Ja, und? Ja, gucken Sie sich doch mal den Absender an. Das ist nämlich auch der Herr Winter. Und das kam mir doch sehr merkwürdig vor. Und deswegen bin ich hier. Und wer zahlt mir dann jetzt die 2,20 Mark Zustellgebühren? Ja, dann müssen Sie an unsere Kasse wenden. Da kann ich nichts machen. Bitte sehr, 2,20 Mark. Danke. Das ist natürlich kein schlechtes Versteck. Darauf müssen wir erst mal kommen. In diesen Schmökern steckt doch manchmal mehr Inhalt, als man denkt. Kein schlechtes Geschäft, alle Achtung. Wieso? Na ja, ein ganzes Kilo Kokain für 2,20 Mark, da kannst du aber nicht meckern.